Was geht ab, Feini-Kanal? Erstmal in dem Sinne wollte ich euch aufwecken, was geht. Willkommen zum neuen Video auf dem Feini-Kanal hier. Ich wollte euch ein, zwei Sachen sagen, und zwar wie der Ausblick für die Woche ausschaut für euch, weil ihr habt gemerkt, ich habe in letzter Zeit ein paar Flashback-Runden hochgeladen. Ihr seht es hier auch im Hintergrund, es wird wieder auch eine geben, nur ich wollte euch mal hier, weil es ja eigentlich ausschließlich Stream-Ausschnitte sind, das haben einige von euch noch nicht so ganz verstanden oder Leute, die neu auf dem Kanal sind, deswegen kurzer Hinweis. Die Videos hier sind immer 1:1 aus dem Stream. Das bedeutet, wenn ihr manchmal nicht so ganz versteht, um was geredet wird, schaut gerne im Livestream vorbei. Wie gesagt, meistens sind die Videos hier auf dem Feini-Kanal 1:1 aus dem Stream. Es ist jetzt heute gerade Sonntag. Ich möchte euch hier ganz kurz erzählen, was ich die Woche vorhab mit euch. Ich bin nämlich von morgen bis Samstag nicht da. Es ist was Kleines dazwischen gekommen, weshalb ich noch früher nach Deutschland muss. Braucht euch jetzt keine Sorgen zu machen, aber ja, erzähle ich euch, wenn ich wieder zurück bin. Von dem her habe ich mir gedacht, wir machen eine Flashback-Woche, weil ich momentan noch einfach fast gar kein Warzone spiele. Ich glaube, das fühlen viele von euch, dass ich ja momentan bin ich einfach nicht so heiß drauf, ja, auf Warzone 2 zu spielen. Ich habe jetzt, glaube ich, seit 11 oder 12 Tagen gar nicht gezockt. Das wollte ich euch einfach nur mal sagen. Klar, ich habe auch noch andere Ashika-Runden, die ich nicht hochgeladen habe. Aber ich dachte, ey, wisst ihr was? Bevor ich jetzt hier wieder Ashika Island, Warzone 2 ist echt ein bisschen boring, gebe ich euch so ein bisschen dieses Flashback-Feeling. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht waren ein paar Videos irgendwo schon mal auch auf dem Main-Kanal oder so, aber an die könnt ihr euch wahrscheinlich dann eh nicht mehr erinnern. Heute gibt es eine Runde mit Mojo. Wie gesagt, es wird jetzt bis Samstag oder sogar bis Sonntag 7 Tage jetzt hier Flashback, eine Flashback-Woche geben. Ja, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Das bedeutet, wir werden 4 Rebirth-Runden, 3 Verdansk-Runden werde ich mir raussuchen und ja, die euch zeigen. Wie gesagt, sind aus dem Stream von damals, deswegen, dass ihr da Bescheid wisst. Ich hoffe, ihr genießt das. Ja, ich finde es immer sehr, sehr cool. Auch wenn das ja ans gute alte Zeiten erinnert, die nicht mehr wiederkommen, finde ich das momentan einfach ansehnlicher persönlich. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Als wenn ich euch jetzt hier Warzone 2, keine Ahnung, irgendwas hochlade. Von dem her wünsche ich euch viel Spaß mit der Flashback-Woche. Ich melde mich, wenn ich wieder zurück bin. Ja, und ansonsten werde ich das, das Game hier gucken wir uns so ein bisschen zusammen an. Ich werde ab und zu mal was sagen dazu. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze zusammen an. Die anderen Videos werden, wie gesagt, einfach so hochgeladen werden. Weil ich jetzt einfach, ich werde es einfach so machen. Es macht auch mehr Sinn. Momentan viel mit Monte zu tun. Nee, gar nicht, Louis. Vor allem sind die Videos ja auch leider nicht Tonspur getrennt. Das heißt, ich rede jetzt hier oft über meine alte Stimme, weil es ja aus dem Stream ist. Ne? Ist ja keine YouTube-Aufnahme. Aber da kriege ich schon wieder einfach gute Laune, wenn ich sehe, dass es auf Rebirth Island gibt. Der 19er Ping oben links lacht mich auch an. Ja. Sieht schön aus. Was mir auf jeden Fall jetzt schon auffällt, ist, ich habe Farbe bekommen. Hier, ne? Keine Ahnung. Schau mal, wie weiß ich da bin. Und jetzt habe ich ein bisschen mehr Farbe. Ich spiele die eh nicht. Ich weiß nicht mehr, warum ich die reingemacht habe, weil ich bin wirklich zu alt für Triggern. Da tut mein Arm noch mehr weh. Also das ist ohnehin jetzt schon. Ah, der Baby Rage. Man kennt ihn. Auch komisch, auf sich selber zu reagieren. Da muss ich, glaube ich, jetzt schon loslassen. Ja, da kracht. Oh, ne, ich schaff's wegzukommen. Oh, da ist direkt der Nächste. Keine Waffe für mich. Digga, was, wie kracht's denn hier? Ah. Er hat auch Daddy einfach. Oh, TTV Ryan Killer. Hatte er Totenstille? Ja, keine Funny Dead. Ich laufe jetzt hier bestimmt. Muss man auch sagen, ne, wie schnell man Totenstille und so benutzen konnte. Das waren schon, war schon eine sehr, sehr geile Zeit. Mit Mojo, dem Allerechten, ist die Runde hier, ja. Ich hoffe, ihr fühlt es genauso wie ich. Ja, ich weiß ja, viele von euch gucken wirklich jeden Tag hier ein Video. Bedanke ich mich erstmal an der Stelle auch nochmal, dass ihr wirklich immer noch jeden Tag euch hier die Videos reinzieht. GPSH, Digga. Auch eine geile Art. Hier ist die sogar aus Cold War, ne? Ey, diese Diamant, die ist so krass. Boah. Es kracht am Anfang, es kracht in der Runde, es kracht. Ich dachte mir, das ist eine coole Sache und ich wollte das jetzt nicht immer so kontextlos einfach hochladen, ja, die Runden. Deshalb dachte ich mir, ich sage euch jetzt hier einmal kurz, dass jetzt die ganze Woche so eine Runde kommen werden. Ich hoffe, ihr nehmt es an und freut euch. Ich finde es nämlich ansehnlicher als Warzone 2 stand jetzt. Ja, und noch ein kleiner Funfact habe ich auf dem Main-Channel, also auf dem Kaysar-Channel hochgeladen. Ich wurde ja auch zu World Series of Warzone eingeladen, das heißt, ihr könnt euch da drauf freuen. Da kommen jetzt auch einige, Turnier-Videos wieder. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch vermisst. Digga, in der Runde hier kracht sie aber ganz schön, wie die, guck mal, wie die da spielen. Das ist ja Recha Ashika Island-Vibe, so wie die hier Arsch an Arsch laufen. Hinter mir.
Ja, das heißt, er könnte euch. Alter, das ist ja so am Krachen. Er hat Nagelpistole. Irgendwie Full Team und. Ich bin ja gerade geschockt von der Lobby. Wann kommt denn jetzt hier die große Wende? Ich habe einen Kill. Erste Zone gleich da. Und da könnt ihr auch auf jeden Fall freuen, wenn coole Runden, vor allem im Hinblick dann aufs Turnier, werden wir auch ein bisschen üben. Also Jan, Pentagon und Dennis, aka Futzen und ich, dass wir da gut placen. Ja, da könnt ihr euch wieder drauf freuen. Da wird euch auch einiges an Content noch erwarten. Aber ja, für die Woche dachte ich jetzt, wo ich jetzt eh nicht zu Hause bin und statt euch mit alten Warzone 2 Runden zu langweilen, dachte ich, ja ey, machen wir eine Flashback-Woche draus hier auf dem Feini-Channel. Ja. Mehr gibt's nicht zu sagen. Juice World. Also kann man nicht sagen, dass das hier eine Bot-Lobby ist bis jetzt. Ah, Digga. Nix gesagt. Ah, der tötet mich trotzdem. Ah, ich hinter mir. So dumm. Da wird die Stimmung auch salzig. Ihr merkt es. Da werde ich auch ein bisschen salzig. Just give me a fucking gun, man. Aber wann kommt denn jetzt? Also vielleicht, wenn es Loadout kommt oder so? Weil es ist ja gerade echt ordentlich am Krachen, ne, bei mir. Ich muss den haben. Der war Sheetbreak. Oh mein Gott. Der ist da oben. Ah, er hat den Kurzer dann. Was? Warte mal kurz. Was? Was? Das ist so lächerlich. Bro, wie war der nicht mal Sheetbreak? Contact the serious. Ich schieße mit Raketenwerfer in die Fresse. Er kriegt nicht mal Sheetbreak. Digga, warte mal, es ist so am Krachen, es steht 2-5. Ist das die richtige Runde oder muss ich das Video nochmal neu aufnehmen? Das ist ja so am Krachen gerade bei mir. Armin hat Zika oder so hieß der. TTV. Da ist das Loadout, sehr, sehr schön. Habe ich mich immer sehr drüber gefreut, wenn ich das Symbol gesehen habe. Ich denke hier auch auf Reaper. Oh, was spielen wir denn hier für eine Waffe? Was ist denn das für ein Waffensetup? Ist das die QBZ und die Finn, das Finn-LMG als SMG? Also noch exotischer geht's hier ja gar nicht zum Start der Flashback-Woche. Was ist denn das für ein Setup? Wie vielleicht gleich ein anderes? Digga, also sind das Geeks. Holy shit. Holy shit. Also bis jetzt ist es ordentlich am Krachen bei mir. Ordentlich. Aber das war oft sehr oft buggy, da konnte man oft nicht hochklettern. Doch die ganze Zeit keine Plates. Wirklich Belastung. Ich glaube, die Waffe hier ist gar nicht so schlecht auf Rebirth gewesen. Man hatte die einfach goldene Tracer-Muni. Sah schon sehr edel aus. Hier landet einer. Wunderbar. Hab ich gesehen. Tot ist der. Da bin ich. Das da oben. Ich bin noch, aber ich bin fast auch tot. Also entweder wechsle ich jetzt noch die Waffe oder hier muss ein Wunder geschehen, oder? Ich habe immer noch 3 Kills. Aber ja, ihr seht die auch im Video, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, ne? Ich hatte auch nicht nur geile Runden auf Rebirth Island. Das ist halt ganz normal gewesen, ne? Das ist auch was, was ja auch in Warzone 2 oft so ist. Ich lade dann ja logischerweise nur richtig gute Videos hoch. Und dann schreien Leute von euch immer, ja, die Lobbys und so, ja, aber ey, es sieht auch nicht immer so aus, ne? Es kracht bei mir auch manchmal ordentlich. Und ich krieg dann eine Stunde keine richtig gute Runde hin, die ich hochladen wollen würde. Ne? Muss man auch mal sagen an der Stelle. Ne? Ja, deswegen. Es ist nicht immer alles. Oh. Ich weiß, das dauert zu lang. Ja, das hätte echt zu lange gedauert. Boah, schöner Knock. Da war noch einer hinter ihm, oder? Ich habe ja noch einen Hitmarker bekommen. Er ist weggelaufen. Wie lange dauert denn das Nachladen? Oh, Digga, wie schnell war ich gerade tot? Hat wieder die Pech gehabt und ist in den Tower geklettert mit Loadout. Nee. Oh, ich hab's schon gesehen. Die Waffe hier war auch so busted, ne? Dieses MG82. Wie schnell ich tot war. Holy. Holy. Danke dir, Nick Lino, für 8 Monate. Okay. Da kamen die Subs noch rein, ne? Ich werde die anderen. Ich werde diese Chains auf Finn LMG eh nie spielen. Oh, jetzt muss es an der Waffe liegen, Chat. Ich lieber eine andere, aber ich hab hier keine, oder? Der Feind nähert sich. Das Kopfgeldteam wurde ausgeschaltet. Gut gemacht.
Oh, das ist eine krasse Waffe. Das ist eine Fahrer, ein Loadout einfach. Wieder Last Alive. Last Alive sind wir. Oh. Alter, ist das ist aber... Also da müssen wir wirklich nicht drüber reden. Das ist schon eine wirklich eine richtig schlimme, nervige Lobby. Ja, guck mal, von wie vielen Leuten ich angeschossen habe. Junge, da ist so viele. So eine Gieße, da irgendwelche... No chance, Bro. Levi, Levi, was ist das? Dark Matter? Ich glaube, das war sogar geglitscht. Konnte man die Tarnung auf der OTS haben? Oder auf der OTS haben? Weiß ich gar nicht mehr. Es gab nämlich so zwei, drei und eine davon konnte man nicht haben. Weiß nicht, ob man die haben konnte. Ansonsten mit so einem Unlock-All-Tool. Unlock-All-Tool. Appreciate that. Dankeschön. Wow. Was war das für eine Sprache, Chat, der sich geredet hat? War das türkisch? I have no idea. Ich muss hier so ein Scan die ganze Zeit. Zu wenig getrunken heute. Mojo wieder down. Der so bei mir direkt am Loading. Der andere. Unter dir sind zwei Stück mit Loading. Ja. Boah. Also, ja, da wurde ich fast gefraudet vom Airstrike. Boah, EM2, so eine geile Waffe. EM2 muss ich auch ehrlich sagen, ne, Freunde. EM2, eine meiner absoluten Lieblingswaffen, vor allem auf Rebirth Island. Also die Waffe hat so Spaß gemacht. Weil sie halt unnormal stark war, aber der Recoil war halt nicht einfach. Das heißt, es hat dich jetzt, nicht jeder hat dich mit der so gelasert. Also musste schon gut sein, damit Leute zu lasern. Deutsch. Genauso wie Amex, fühlt ihr sicherlich auch. Es waren halt Waffen, da hat man schon ein bisschen was drauf haben müssen. Alter, was ist das denn? Guck mal, was da liegt. Oh, Daddy anmachen jetzt vielleicht? Obwohl, ne. Und sich nicht. Ja, genau, überlebt. Ja, genau, gell, überlebt. Ja, Bro, er hat mir eine Kugel gegeben oder so. Das hier sind Dämonen. Ja. Die Skins waren immer schon, da wusste immer schon, dass es schwierig wird. Ah, da habe ich aber auch viel gezockt. Level 853 kann man machen, sage ich. Oh, die gute Zeit, an der es an jedem Shop Selfie Vive gab. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Das waren gute Zeiten. Mojo hier mit dem wichtigen Kill. Wie der gemacht hat. Nein, ich habe bestimmt ein Timing bekommen aller Zeiten. Oh. Da hat es ordentlich gekracht bei ihm. Oh, oben. Mojo ist da. Nice, er hat die. Das waren so eine Geek, das waren die. Der sollte dir mal sein Geld geben. Warte. Oder du gibst ihm Geld. Oh, und als der Zeit, wo man noch ganz schnell Geld anfordern konnte. Give him the money. Put your money down, please. Gibt der Geld? Ich sag ja. Feini. Und weil es waren immer, als ich direkt ein Teammate kaufen konnte, ne? Einfach alles besser gewesen. Einfach wirklich alles besser gewesen. Living, da ist einer, wo er markiert hat? Und als man, obwohl Ding schon vorbei war, Respawn, hat man immer noch die Gegner gesehen von den Mates, die man gekillt hat. Ne, die Mates von dem Gegner, den man gekillt hat, so rum. Weil ihr das nicht wusstet, auf Ashika 1 ist es ja so, sobald wieder Aufstehung deaktiviert ist und Beispiel, ihr kämpft gegen ein Viererteam, tötet einen, dann seht ihr ja normalerweise seine drei Mates auf der Karte. Das ist in Warzone 2 nicht mehr so. Das soll die Leute nämlich schützen, weil sie kommen ja da nicht mehr rein, deswegen wird ihre Position nicht mehr offenbart. So, und jetzt sollte ich hier eigentlich den Sack zumachen, das wird wahrscheinlich eine 18-Kill-Runde wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Da ist ein Knock, ATM. ATM gefinished von meinem Bro. Einer ist es noch und ja, 18 Kills. 18 Kills und ein kleiner Sieg. Ja, kann man so machen, denke ich. Sei mal her hier, das Endscoreboard, das war auf jeden Fall ordentlich. Haben wir alles reingehangen. 18 Kills, 6000 Damage. Können wir so stehen lassen, ja? Wie gesagt, ihr wisst Bescheid, ja, was euch die Woche erwartet. Und dann ab nächster Woche, also ab dem 1. ist es dann, glaube ich, schon fast, 1. Mai, geht es dann wieder los mit Warzone 2 Uploads, weil ich dann einfach wieder viel mehr Warzone zocke. Ich hoffe, ihr nehmt es an, ich hoffe, ihr habt Bock. Wie
gesagt, genießt es. Träumt ein bisschen von alten Zeiten. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine gute Nacht, einen guten Morgen, wann auch immer ich euch das Video gegönnt habe. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja, wünsche euch was. Wir hören uns beim nächsten Video, wenn es dann wieder heißt, ich mache wirklich eine richtige Aufnahme für den Feini-Kanal. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.